Aber das entspricht dann unserem Kreisen Alter. Sind wir schon komplett? Jo, ich war die letzte. Ah, okay, gut. Tropfsteinbildung. Ich kann es jetzt eigentlich nur theoretisch erklären, man kann da jetzt wenig Schaumaterial zeigen. Wir haben sehr wenig Tropfsteinbildung hier in dieser Höhle. Aber vom Prinzip her, was passiert, wenn ein kleines Lindsal an der Decke runterfließt? Es gibt irgendwo einen Knick in diesem Dachbereich, im Deckenbereich. Es wird dort vielleicht an einer Stelle der Wassertropfen warten, bis er schwer genug ist und runterfallen kann. In der Wartezeit wird rundherum Kalk abgelagert. Tropfen für Tropfen bildet sich dann ein Röhrchen. Dieses Hinterröhrchen, das ich schon kurz angesprochen habe, die eben bei uns ungefähr, also in der Hermannshöhle drüben, besser gesagt, ca. 20, 30 cm lang werden können und ungefähr 5 mm Größenordnung dick sind. Wirklich hohl sind ihnen. Was weiters passiert ist, wenn das Wasser von oben herunterfließt, wird an der Außenseite, aber zunächst auch im oberen Bereich, das Hinterröhrchen, ins Kalk abgelagert. Das setzt von oben her beginnend das Dickenwachstum ein. Gleichzeitig wächst aber die Spitze relativ rasch weiter. Und somit entstehen die Spitzflügel, die Tropfsteinformen, die wir kennen.